Hallo ihr Lieben, ich sitze gerade hier auf meinem Fensterbett, denn so habe ich Tageslicht zum Filmen. Und wir haben jetzt kurz nach 15 Uhr und ich möchte nun gleich für einige Stunden ins schöne Münsterland fahren, um dort nach einem geeigneten Ort für mich oder meinen Sohn und mich als neuen Wohnort Ausschau zu halten. Ja, ich werde sicherlich einige Stunden unterwegs sein. Ich freue mich auch schon drauf, das schöne Münsterland endlich wieder mal zu sehen. Ich werde Richtung Haus Dülmen fahren. Ist euch sicherlich ein Begriff, also die meine Videos zumindest schon kennen. Und ich möchte euch gerne auf dieser Fahrt ein bisschen mitnehmen und werde auch unterwegs im Auto während der Fahrt ein bisschen für euch die schönen Landschaften filmen, um euch ein paar Eindrücke zu geben. Und dann, wenn ihr das gesehen habt, könnt ihr das sicher nachvollziehen, warum ich dort unbedingt hin möchte. Ja, mal sehen, was mich unterwegs so alles erwartet und auf wen oder was ich so treffe. Ich bin selber gespannt. Drückt mir die Daumen, dass ich einen schönen neuen Wohnort, der in Frage käme, finde. Ich hoffe es sehr. Dann wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß dabei. So, ich bin jetzt einen Ort weiter in Seppenrade, also Richtung Dülmen. Seppenrade Rosengarten. Was für ein schöner Name. Und der Ort gefällt mir echt gut. Liegt zwar auch an einer, ja, kleineren Schnellstraße. Hinter mir ist ein Auto, so eben zur Seite. Aber das ist eine kleinere und die ist nicht ganz so stark befahren. Ja, jetzt weiß ich nur nicht, ob es hier auch Geschäfte hat in dem Ort. Und vor allem Mehrfamilienhäuser. Leider regnet es gerade. Aber ich schaue mir den Ort jetzt mal an mit dem Auto. Fahre mal jeden Winkel, jede Straße. Mal sehen. Ne? Okay, ich habe gerade eben zwei Fahrradfahrer gefragt und hier gibt es einen Aldi und einen Edeka. Mal sehen, die werde ich sicher nachher noch finden. Ja, das wäre schon mal nicht schlecht. Es ist gerade fürchterlich am Schütten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich bin jetzt weiter geradeaus gefahren, aus dem Ort raus. Er geht jetzt links nach Haltern am See und rechts, glaube ich, nach Lüdinghausen. Ja, auf jeden Fall die Natur hier. Also aus dem Ort raus ist schon mal sehr schön und direkt am Ort dran. Aber eben auch wieder noch diese kleine Schnellstraße. Ja, ich fürchte, dass die Schnellstraßen irgendwie heutzutage durch fast jeden Ort führen. Keine Ahnung. Ich drehe jetzt um und fahre nochmal zurück, such mal die zwei Geschäfte und schau mal noch in den Seitenstraßen, ob es da noch ein paar Mehrfamilienhäuser hat. So, die zwei Läden habe ich gefunden, die sind direkt an der Straße. Und dann bin ich geradeaus aus dem Ort wieder rausgefahren, bin also noch nicht in die Seitenstraßen rein. Mehrfamilienhäuser habe ich jetzt da noch nicht gesehen. Na gut, ich war ja noch nicht an den Seitenstraßen. Aber dann kam wieder ein Schild. Und was stand da drauf? Dülmen, 9 Kilometer. Krass, ich bin nur 9 Kilometer vor Dülmen. Das kann ich gar nicht fassen. Hier ist auch nochmal ein Schild. Da steht drauf Ontrup. Witziger Name. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch bis nach Dülmen fahren soll. Doch, das werde ich wohl tun. Ach, weil ich mir das unbedingt noch mal sehen. Vielleicht kommen dazwischen noch ein, zwei Orte. Schöne. Mal sehen. Auf jeden Fall, das Seppenrade hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ja, da kann ich zur Not noch auf dem Rückweg schauen, ob es da noch in den Seitenstraßen noch mehr Familienhäuser hat. Also nicht nur Einfamilienhäuser. Okay, dann fahre ich mal weiter.
Ich bin jetzt 5 Kilometer vor Dülmen mittlerweile. Bin jetzt kurz hier in eine Seitenstraße reingefahren, da ich etwas Hunger habe. Und habe jetzt angefangen, eine Salatgurke zu knabbern. Ja, jetzt geht es mir schon besser. Es ist auch hier traumhaft schön, aber wie man wieder mal hört, ist eine Schnellstraße direkt nebendran. Autos, Autos, Autos. Egal, wo man hinfährt, man kann ihn einfach nicht entfliehen. Schrecklich. Naja. Ich fahre jetzt mal gleich noch nach Dülmen. Ich habe jetzt eben ein nettes Pärchen, zwei Fußgänger hier befragt. Und die haben mir jetzt zwei Orte hier im Umkreis empfohlen. Einmal Buldern, da fahre ich jetzt hin. Und danach noch den anderen Ort, weiß ich jetzt nicht mehr, wie der hieß. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Jo, da bin ich aber gespannt. Vielleicht werde ich da ja fündig. Zumindest soll es in Buldern auch eine Zugverbindung geben. Und es schön ländlich sein. Drückt mir die Daumen, dass der schön ist, der Ort. Pferde. Hier ist es auf jeden Fall schön ruhig. Man hört keine Autos. Ein Zug fuhr hier eben gerade vorbei. Ja, erster Eindruck. Schon mal gut. Schauen wir mal weiter. Absolute Stille. Es gibt sie noch. Schön. Ja, anscheinend kommt noch ein Zug. Mal abfahren. Mal warten. Und noch mal einer. Schnellzug. Aber lieber ab und zu ein Zug als permanent Autos. Ne? Ansonsten ist es schön still hier. So, kleiner Zwischenstopp. Also der Ort an sich war schön. Und jetzt bin ich aber noch weitergefahren in den nächsten Ort. Der heißt Appelhüsen. Der gefällt mir fast noch besser. Da gibt es auch ein paar Einkaufsmöglichkeiten, habe ich gerade erfahren. Ich bin also jetzt 13 Kilometer vor Münster. Also weiter fahre ich jetzt nicht hierhin. Jetzt schaue ich mir diesen Ort noch in den Seitenstraßen an und eben den davor. Wie hieß der jetzt noch? Buldern? Jo, und dann fahre ich wieder zurück. Noch auf die andere Seite. Da soll auch noch ein schöner Ort sein. Also ja, und dann denke ich, werde ich mich mal entscheiden. Aber ich habe gerade noch mal jemanden hier angesprochen und der hat gesagt, er hätte 5 Jahre lang in Buldern eine Wohnung versucht zu finden, ohne Erfolg. Naja, schauen wir mal. Okay, ich habe gerade geschaut, hier gibt es den K&K und den Netto habe ich entdeckt. Netto wäre schon mal gut. Jo. Ja, so nicht schlecht der Ort. Der gefällt mir fast besser als Buldern. Ich weiß es nicht. Schwierig. Jetzt gucke ich mal noch in den Seitenstraßen. Ich korrigiere, der Ort heißt Appelhülsen. Ich bin jetzt wieder in dem Ort Rödder. Der wäre eigentlich auch sehr schön, aber da gibt es, wie es aussieht, keine Mehrfamilienhäuser. Ich habe hier gerade unterwegs ein älteres Ehepaar gefunden, die hier gerade spazieren gegangen sind in diesem Ort. Und die haben mir gesagt, dass hier hinten 2 Wohnungen frei sind mit Garten. Ja, aber es ist halt auch wieder direkt an der Straße. Aber
Ansonsten ist es sehr schön hier und sehr ruhig. Und hier hinten wäre direkt ein Weg schon zum Spazierengehen. Aber ich fürchte, dass die Wohnungen zu teuer sind. Es ist nämlich ein super modernes Mehrfamilienhaus. Hier ist eine kleine Kirche. Und das wollte ich euch mal noch zeigen. Ich dachte im ersten Moment, hier sitzt eine. Das ist ja cool, oder? Witzig. Die Figur ist aus Holz. Das finde ich ja mal cool. Habe ich auch noch nicht gesehen. Lustig, ne? Da schieße ich jetzt direkt noch ein Foto von. Und hier hinten ist auch noch mal jemand. Ein kleiner Mann. Viel kleiner als ich. Auch aus Holz. Schön, ne? Was man nicht unterwegs so alles sieht. Jedenfalls ist es hier ansonsten auch... Oh! Hilfe! Super ruhig, wollte ich gerade sagen. Jetzt natürlich nicht mehr. So, ich laufe jetzt mal wieder zum Auto zurück. Es wird nämlich bald dunkel. Und ich will noch in den anderen Ort. Da will ich jetzt noch schnell hinfahren und da noch schauen. Das ist dann der letzte Ort, den ich heute anschaue. Ja, also mir hat eigentlich der erste Ort am besten gefallen. Der mit dem Rosengarten oder wie der hieß. Mal sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt ja schon einige Orte angeschaut. Ja, und da werde ich auf jeden Fall überall suchen. Und da, wo ich was finde, da ziehe ich dann halt hin. Vielleicht fahre ich aber nächste Woche nochmal hier hin und schaue dann noch hinter Dülmen. Da soll es auch noch zwei, drei Orte geben, die schön sind. Ich fahre jetzt noch nach Dernekamp, so hieß der Ort. Ich hoffe, ich sehe noch genug. Also hier soll es irgendwo hier in der Ecke ein Sechsfamilienhaus haben. Aber das habe ich jetzt nicht wirklich gefunden. Nun denn. Jo, der Ort ist nicht schlecht. Hier gibt es auch, zumindest gäbe es hier einen Penny und hier soll demnächst noch ein Einkaufscenter hinkommen. Ja, da schaue ich dann einfach mal im Internet. So, dann mache ich mich mal langsam wieder auf den Heimweg, bevor es ganz dunkel ist. Ne? Das Sechsfamilienhaus habe ich eben doch noch gefunden. Schaut mal, wie schön. Der Mond scheint schon. Ja. Ob dort allerdings eine Wohnung frei ist, weiß man ja auch nicht. Und ob sie in Frage kommt, ebenfalls nicht. Jo, naja. Wir haben jetzt bereits den nächsten Tag. Gestern Abend wurde es doch recht spät, deswegen wollte ich nicht noch filmen. Ja, auf jeden Fall, mein Resümee lautet, also es war echt ein richtig schöner Nachmittag gestern im Winzerland. Ich habe viele schöne Land- und Ortschaften unterwegs gesehen und mir auch angeschaut. Und der erste Ort, durch den ich gefahren war, also nach Olfen, der hat mir am besten gefallen. Also ich habe mich mehr oder weniger verliebt in diesen Ort. Ja, auf jeden Fall werde ich in diesem Ort für uns nach einer Wohnung Ausschau halten, aber ich denke auch noch in dem einen oder anderen Ort. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass ich dort fündig werde. Und dieser Ort heißt Seppenrade. Dann drückt mir mal die Daumen, dass ich dort was finde. Das wäre echt super. Ach ja, noch eine gute Nachricht. Ich habe mittlerweile mit meinem Vermieter telefoniert und ich habe die Kündigung mehr oder weniger um 2 Monate verschoben. Das heißt, wir müssen jetzt nicht zum 1. Dezember hier aus dieser Wohnung raus, sondern erst zum 1. Februar. Ja, cool, ne? Das heißt, jetzt habe ich noch ein bisschen Luft, um eine geeignete Wohnung zu finden in der Zeit. Und ja, vor allem habe ich auch noch Zeit jetzt, meinen zweiten Keller noch komplett zu minimalisieren. Den ersten habe ich schon fertig.
Da habe ich auch damals, das habe ich auch damals gefilmt für euch. Habe ich das Video aber dann nie gezeigt. Das werde ich demnächst aber mal nachholen. Jo, und wenn ich mit dem zweiten anfange, werde ich das auch filmen und zeige euch das dann auch, wie sich das bei mir so verändert in meinem Keller. Ja, weil ich möchte jetzt beim Umzug nicht so viel Zeug wieder mitschleppen. Von daher möchte und muss ich das auf jeden Fall noch vorher tun. Dann hoffe ich, dass euch die kleinen Einblicke vom Münsterland gefallen haben. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.